Also ich finde es richtig klasse. Für die Kinder schön gemacht, schön organisiert. Mir gefällt das ja. Ist ja richtig schön. Ja, wunderbar. Wir sind ganz, ganz nett empfangen worden. Hatten eine ganz, ganz tolle Fahrt und freuen uns jetzt schon auf das, was jetzt dann gleich folgt. Gab's bei dem Wettbewerb jetzt so ein Thema, was sich wie so ein roter Faden durch die Wettbewerbsbeiträge durchgezogen hat? Also ich würde sagen, die Agenda 2030, die SDGs, die waren schon fast überall vertreten und das hat uns ganz doll gefreut. Wir machen kleine Bälle aus Fahrradreifen. Sehr cool. Macht Spaß. Dadurch, dass wir viele Partner sind beim Wettbewerb, haben wir eben die Möglichkeit, an so viele Schulen heranzutreten, was wir als einzelne Organisation nie hätten. Das ist fantastisch. Wir bieten heute Glücksrad an, Fragen zu Gesundheit, zu Malaria, zu anderen Krankheiten. Und die haben wir versucht, kindgerecht zu gestalten, damit alle Schülerinnen und Schüler Fragen dazu beantworten können, um so das Thema von Aktion Medior, nämlich Gesundheit, ja auf spielerische Art und Weise zu transportieren. Wir haben die Klimaheldinnen-Ausstellung mitgebracht von CARE. Die zeigt 12 Klimaheldinnen weltweit und die zeigen quasi, wie sie den Klimawandel stoppen wollen. Mit der Ausstellung wollen wir einfach zeigen, dass man auch selbst aktiv werden kann, um etwas zu machen. Wir unterstützen den Schulwettbewerb, weil wir alle eine globale Verantwortung tragen und wir daran glauben, dass eben Kinder und Jugendliche diejenigen sind, die unsere Zukunft gestalten und darin wollen wir sie unterstützen. Sehr schön. Ich bin wirklich total gefreut, wenn ich hergekommen bin, weil es gibt so viele Menschen, die verschiedenen Orte gekommen sind. Also insgesamt am Wettbewerb finde ich es super, dass sich so viele junge Menschen engagieren und ihre Projekte vorstellen und die dann auch prämiert bekommen. Das ist schon toll, das zu sehen so geballt, motiviert einen total. Dabei auch noch fand ich diese Aushänge von den Postern cool, weil man wirklich dann so einen Überblick hat, wie viele Leute eigentlich heute mitgemacht haben. Ja? Ich sehe das wirklich als Gemeinschaft heute. Das Engagement, das man mitbringt. Also gerade so wirklich, dass man sich dafür begeistert. Denn nur wenn man sich halt dafür begeistert, kann man da voll und ganz sich reinhängen. Es war einfach toll, hier zu sitzen, was zu essen und dann noch der Musik zuzuhören. Mit Musik kann man wirklich vieles aufbrechen und auch manche Themen, die ernst sind, kann man mit ganz anderem Schwung versehen. Kann man ganz lockerer nehmen. Ich finde, es kommt auch auf die kleinen Dinge an, dass man vielleicht einfach mal sagt, okay, ja, auch ich als einzelne Person kann was bewirken. Einfach loslegen, einfach starten. Wir sind die Zukunft und dafür sorgen, dass die Welt für unsere Kinder und vielleicht deren Kinder ein besserer Ort wird. Tolle Stimmung, vor allem war ich sehr, sehr berührt zu sehen, dass junge Menschen einfach da sind und schreien, Welt offen, Welt bewegen. Natürlich riesig. Sehr gut, wir sind fit. Aber wir können es kaum erwarten. Ich habe ein gutes Gefühl. Seid ihr aufgeregt? Ja! Ich finde den Wettbewerb deswegen besonders, weil er alle Schülerinnen und Schüler dazu einlädt, aber auch die betreuenden Lehrerinnen und Lehrer, sich mit den Themen der nachhaltigen Entwicklung zu beschäftigen. Alle heißt für mich,
Es ist eben ganz breit aufgestellt, sowohl von den Themen her, aber auch von dem, wie man sich beteiligen kann. Also tatsächlich zu sehen, wie hier so viele junge Menschen zusammenkommen und erfüllt sind von ihrer Idee und sich inspirieren lassen von den Ideen anderer, darin liegt eigentlich ein wesentlicher Wert dieses Preises. Das Motto war, helf mir noch mal kurz auf die Sprünge. Wie war das Motto noch mal? Wir machen so wie gestern. 1, 2, 3. Voller Saal, strahlende Gesichter, Jugend. Das ist der schönste Termin diese Woche. 15 Jahre geht dieser Wettbewerb. Fast 200.000 Schülerinnen und Schüler haben mitgemacht. Wir schauen das genau an. Was hat die Jugend, was haben die Kinder für Ideen für eine Welt von morgen? Die Frage ist, was hinterlassen wir? Und deshalb stehen wir in der Verantwortung. Wie übergeben wir Natur, Klima, Boden, Wasser, das Thema Meer, Plastik an die kommenden Generationen? Und da sage ich, Nachhaltigkeit beginnt bei dir. Deshalb danke an der Stelle allen, die diesen Wettbewerb mit Leben und mit Inhalt füllen und uns Gedanken, Ideen auch für die Politik geben. 22 von diesen über 500 Projekten bekommen heute einen Preis. Und wir schauen uns jetzt die Nominierten für die Kategorie 1 an. Die Grundschule Atter aus Osnabrück. Das finde ich immer wichtig, die Kinder einfach für diese Arbeit und für diese Kinder in einer anderen Welt, denen es nicht so gut geht, zu begeistern. Das macht so viel Freude, das bekommt man so viel zurück. Die Schule am Wingsterwald aus Wingst. El trabajo de los niños es fantástico. La verdad que es impresionante ver la motivación que tienen en los niños en todas las partes del mundo. Die Klassen 1 bis 4 der Gemeinschaftsgrundschule am Nützenberg aus Wuppertal. Grundschule am Arkonaplatz aus Berlin. Man tut etwas und man bekommt auch was dafür. Also es ist auch irgendwie der Sinn des Lebens. Man gibt was und man bekommt was zurück und es ist wirklich schön. Und es hat uns gefallen, dieses Projekt. Es war unglaublich und es ist schön, dass Sie wieder dabei sein dürfen. An die Schülerinnen und Schüler des Kaplan-Kellermann-Realschule sowie an die Schülerinnen und Schüler des Thomas-Esser-Berufskollegs aus Euskirchen. Diese ganze Gemeinschaft, die sich so entwickelt hat, einmal bei den Kindern, bei den Schülern, klein und groß, aber auch bei den Kollegen. Das war also auch ein Erlebnis für uns. Die Klasse 5 der Grund- und Mittelschule Salzweg in Salzweg. Die Klassen 7 bis 9 der Erich-Kästner-Schule in Ladenburg. Genial, dass wir diesen Preis gewonnen haben, weil eine größere Wertschätzung könntest du die Schüler ja gar nicht geben. Also ich denke, das ist eigentlich eine riesige Ermutigung, einfach weiterzumachen mit so einem Engagement. Die Klasse 8 der Peter-Fischer-Schule aus Nürnberg. Wir haben ein halbes Jahr gearbeitet und es ist ein toller Erfolg. War wirklich großartig. Die Projektgruppe des Gymnasiums Markt-Indersdorf aus Markt-Indersdorf. Die Projektgruppe des staatlichen beruflichen Schulzentrums Alfons Goppel aus Schweinfurt. Hier in Berlin zu sein, wegen diesem Preis und von Bayern hier zu kommen und mit diesen vielen Leuten sowas zu erleben, ist was Besonderes für mich.
die Projektgruppe des Internats Luisenlund aus Gübi. Ja, die anderen Projekte sind alle richtig toll und das hätte man davor gar nicht so gedacht, dass andere Leute so krasse Ideen haben. Das ist echt cool. Die Stufe 12 der staatlichen Fachoberschule und Berufsoberschule Hof. Kategorie Nummer 5, das sind die Schulpreise. Die gehen an Schulen, an denen sich die gesamte Schulgemeinschaft für Themen und Projekte der einen Welt engagiert. Das bedeutet, dass das globale Lernen Teil des Schulprofils ist. Und eine weitere Schule bekommt den ENSA-Preis. Das heißt, das ist der Preis für den entwicklungspolitischen Schulaustausch. Die Grundschule Wingsterwald aus Wingst. Das staatliche berufliche Schulzentrum Alfons Goppel aus Schweinfurt. Die erzbischöfliche Maria Ward Mädchenrealschule aus Traunstein-Spatz. Die Sophie-Scholl-Schule aus Oberjoch. Die berufliche Schule Holzfarbe-Textil aus Hamburg. Der ENSA-Preis, den erhält das Thomas-Strittmatter-Gymnasium aus St. Georgen im Schwarzwald. Wir sind sehr stolz und die ganze Schule mit fast 600 Mädchen, die stehen ja hinter dem Ganzen. Macht weiter so, es ist toll, was ihr macht und schaut, dass ihr für die Zukunft unserer Welt euch weiter so einsetzt. Diese Nachhaltigkeitsziele, da kann man ja noch ganz viel arbeiten und da geht eine große Motivation jetzt hier von dieser Preisverleihung aus, weiterzumachen. Ja, für mich ist die wichtigste Botschaft, das große Engagement zu zeigen. Es bewegt sich was. Die Menschen in Deutschland, die Jugendlichen, die Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrerinnen und Lehrer sind motiviert, etwas zu ändern. Ja, wir träumen ein Gedankenspiel, in dem es keinen Krieg mehr gibt. Während irgendwo südöstlich ein halbes Land in Trümmern liegt. Wir sind nur noch eine Welt. Das heißt, wir können es nur gemeinsam schaffen, auf Augenhöhe, indem wir zusammenkommen, indem wir uns verständigen, indem wir miteinander aktiv werden, so wie das in vielen Projekten, in vielen Filmen, die wir heute gesehen haben, ja auch sehr schön rauskam. Der Sonderpreis wird verliehen von den zivilgesellschaftlichen Partnern des Schulwettbewerbs, also der Kindernothilfe, Care Deutschland-Luxemburg, Plan International Deutschland und dem deutschen Medikamentenhilfswerk Aktion Medior. Sie haben ja schon angekündigt, unter welcher Überschrift dieser Preis läuft, nämlich Hoffnungsträger. Und das passt ganz hervorragend zu dem Saal, in dem wir heute hier das alles feiern. Das ist nämlich der Meistersaal. Aus Hoffnungsträgern werden Meister. Und wenn ich mir das hier angucke, wenn ich mir die Filme, die vielen Beiträge angucke, kann ich nur sagen, ein ganzer Saal voller Hoffnungsträger, aus denen Meister werden. Also da wird mir nicht bange um die Welt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir als Zivilgesellschaft haben besonderes Augenmerk auf Wettbewerbsbeiträge, die sich durch hohe Eigeninitiative auszeichnen und die darüber hinaus die Menschen, die sich unter Armutsbedingungen bewegen, nicht als Hilfeempfänger begreifen, sondern als aktive Menschen mit einem großen Selbsthilfepotenzial. Und das ist in den vorgeschlagenen Projekten in ganz, ganz hohem Maße gelungen. Dafür möchte ich mich sehr herzlich bedanken. Die katholische Grundschule Fürstenberg in Bad Bönneberg. Das Gymnasium Netfend, die Erich-Klausener-Schule aus Herten, das Stromberg-Gymnasium in Vaihingen. Gerade wenn man bedenkt, einfach wie viele jetzt sich damit befasst haben und wie viele halt sich dafür eingesetzt haben. Und es war im Allgemeinen eine echt tolle Veranstaltung. Beeindruckend. Weiß ich nicht, mir fehlen gerade wegen die Worte.